und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du hier eingeschaltet hast. Ja, heute ist das Thema Rotationskörper oder auch der Begriff die Blume des Lebens. Viele Esoteriker wissen überhaupt gar nicht, was das überhaupt wirklich symbolisiert, ja, die Blume des Lebens. Und ich möchte das euch ein bisschen nahe bringen, was die Blume des Lebens eigentlich ist. Es ist eigentlich ein Magnetfeld, ganz einfach. Im Fachbegriff wird es auch genannt den Torus, ein Rotationskörper, der Reifen dick ähnlich gepumpt ist oder donutförmig ist. Es ist in geometrischer Form. Und ich möchte euch gerne auch ein bisschen aus dem Bereich der Wissenschaft euch das ein bisschen nahe bringen. Und ich hoffe, dass ihr es verstehen wird, dass alles, was im Universum rein physikalisch gesehen ist, auch sehr göttlich ist. Da ist auch sehr viel verbunden mit dem Schöpfer. Das heißt, es gibt eine Verbindung so zwischen dem biophysikalischen und dem chemisch-physikalisch gesehen, immer eine schöpferische Verbindung, was es auch mit dem Schöpfer zu tun hat. Und das möchte ich euch gerne ein bisschen nahe bringen. Der Torus ist ein mathematisches Objekt aus der Geometrie und der Topologie. Er ist eine wulstartige, geformte Fläche mit einem Loch. Man kann auch sagen, dass der donutförmig ist oder rettungsringförmig ist. Wir wollen mal die Berechnung rein mathematisch uns mal genauer betrachten. So, mal ein Volumen eines Rotationskörpers. Und zwar ein Torus, ein Reifen. Ein sehr richtig dicker, fetter Reifen oder ein dicker, fetter, aufgepumpter Reifen, der Torus genannt wird. Ich möchte, dass der im Querschnitt den Radius R2 hat. Das ist halt hier der R2. So soll er auch sein. So, und insgesamt soll er den Radius R1 haben. Also von der Mittellinie aus soll hier der Radius R1 sein und aus der Mittellinie hier heraus soll er den Radius R2 haben. Was hat der für ein Volumen? Also mal schauen, Volumen. Das ist ein Rotationskörper, so zu verstehen wie ein Magnetfeld von einem Planet Erde. So. Irgendetwas muss gedreht werden in irgendeiner Achse. Da wollen wir jetzt halt mal, so wird der Torus entstehen. Nehmen wir den Abstand hier, den R1 von der X-Achse mit dem Durchmesser R2. Das ist hier der Durchmesserbereich. Ja. Das ist jetzt ein Rotationskörper. So, und jetzt will ich den Volumen berechnen. Moment, ich zeige es euch nochmal hier. Ne? So, also wenn ich hier jetzt den Ursprung in Nullposition reinlege und jetzt auch hier, das hier mache ich jetzt mit dem R2, also minus R2 in plus R2. So, und jetzt ist es so, dass das alles nicht die komplette Fläche hier ist, die hier gehört, sondern ich muss auch noch einen Teil abziehen. Und zwar hier unten muss ich den Teil abziehen. So, das ist jetzt hier nicht so offensichtlich, dass ich hier zwei Funktionen habe, die ich jetzt hier berechnen muss für den x-Wert. Also hier ist dann x und hier ist y. Ich tue hier den oberen Wert hier berechnen. Das ist der x und das ist der r2-Wert. Also das hier ist der r2 und dieses Stückchen hier ist x. Und dieses Querschnittstück müssen wir hier berechnen, ja. Also das Stückchen hier ist der Wurzel in R2² in minus x². Die Hypotenuse ist gegeben und die Kathete ist auch hier gegeben. So, und hier mal den y hier oben. Dann tun wir hier mal R1 plus die Wurzel berechnen mit R2² in minus x². Und hier unten der grüne Wert, hier, dieser Wert hier, wird sein R1 minus die Wurzel R2² in minus x².
So, in der Hilfe müsste das jetzt natürlich auch alles hier geben. Wir haben hier eine Funktion und von der hier bestimmen wir den ganzen Volumen des Körpers, eines Rotationskörpers. Jetzt, ja. Der Tipp ist, dass der Integrale nicht alles extra zusammenzurechnen, sondern das alles zusammenzufassen. Ja? Also man sollte das alles zusammenfassen. Und jetzt wollen wir uns mal gucken, den Volumen eines Rotationskörpers. So, ich habe hier eine Funktion von A bis B, die soll mir sagen, was der Radius eines Funktionskörpers einer entsprechenden x-Stelle ist. Wenn ich quasi hier Deckel verschiedenen Größen aufsummiere, von A bis nach B, jeder Bierdeckel hat hier den Radius f von x, x, hier ist das f von x oder r von x. Also man kann r von x oder dann f von x machen. Oder den dicken dx hier unten, der fx oder je nachdem. So, und jetzt den Volumen mit b und a Quadrat. F zu x. Oder wie Quadrat, oder wir können auch dx nehmen. Und wir können aber hier auch den p halt mit reinberechnen, p mal x. So, jetzt wollen wir die Integralen zusammenberechnen von dem inneren Volumenteil von diesem Bohrungsbereich, also von diesem Bohrungsbereich hier, von dem wir hier sprachen. Moment, damit ihr sehen könnt. Dann nehmen wir den Volumen gleich Pi des Integralen in plus R2, dann in minus R2, in großen Klammer, R1. Also wie gesagt, hier der R1, hier wird dieses kleine Teil da. In plus, in Wurzel R2 Quadrat in minus x Quadrat, Klammer zu, pro Quadrat in dx, kann aber auch für fx stehen, weil wie gesagt, wir haben auch den Wert von diesen entsprechenden Volumina berechnet gehabt nach dem f und dann den x, das ist hier der x-Wert, ja, hier der x-Wert. Normalerweise wäre es dx, nicht fx, aber man kann es auch als fx halt als Wert berechnen. Und jetzt gehen wir weiter. Dann nehmen wir mal Pi mit dem Integral von plus R2 und minus R2 mit den 4 R1, weil wir 4 mal die R haben. Ja? In minus 5 Wurzel R2 hoch Quadrat minus x hoch Quadrat. So, Quadrat dx. Und jetzt werden wir dann halt mal den kompletten Volumen in diesem donutförmigen Teil noch mit berechnen. Plus zuzüglich noch den Radius, den R2-Bereich für diesen Rotationskörper. Das wäre dann 4 Pi R1 mal Integral von plus R2 minus R2 in Wurzel R2 hoch Quadrat, mein Hirn spinnt jetzt, minus x Quadrat, so, und dann dx. Welche Figur wird hier integriert? Ich zeige euch, welche Figur da integriert wird. Und zwar, das ist dieser x-Bereich. Ob ich das hinkriege hier mit dem Pfeil? Jawohl. Also im Wurzel r2 Quadrat in minus x Quadrat. Ja. Das ist das Stück hier, was mit integriert wird.
dieses hier. Oder dementsprechend diese Rundung ist. Das ist diese Bohrlochrundung, ne? Also dieser Bohrlochbereich und diese Rotationskörper. Das wäre if, f. Oh, guten Morgen. Also 4 Pi R1 1 zu 2 Pi R2 pro Quadrat wären dann gleich 2 durch Pi Quadrat in R1 zu R2. 2 hoch Quadrat. Ja. Also es ist sehr komplex, es ist halt mathematisch, aber so ist das halt mit so einem Rotationskörper, meine Lieben. Ja. Das ist die Volumina in Bezug auf das Integrale. Ja. Und das alles hier halt zusammen zu berechnen. Wie gesagt, das Grüne mit dem Roten, die entsprechende Volumen in diesen entsprechenden Bohrloch hier Bereich, das ist der Bohrloch. Also wenn ihr dann für diejenigen, die das nicht so ganz verstanden haben, donutförmig, ja. Stellt euch vor, das wäre ein Donut. Und hier ist dieses Bohrloch hier drin. Darum geht es. Ja, das ist so ähnlich wie in der Galaxie, ne? Dieses eine Bohrlochbereich. So, und das ist hier die entsprechende Formel. Hier, dieses entsprechende. Das heißt, wir haben jetzt die drei Funktionen zusammen verbunden. Ja. Hier ist das Ergebnis teilweise von dieser entsprechenden Form.
heute. Hallo meine Lieben, ich möchte euch gerne was zeigen. Ich mache schon seit ein paar Tagen so, also ja, kurzweilige Fotoaufnahmen. Und zwar experimentiere ich anhand durch meinen Kaffee. Gut, man kann das jetzt nicht Kaffeesatz jetzt noch nennen, ja, weil das sieht man ja keinen Kaffeesatz, aber die Restbestände vom Kaffee vom Vortag, ja, um mal zu gucken, wie überhaupt die Bilder in diesen Tassen dann auch aussehen. Und ich muss echt feststellen, dass ich immer wieder interessante Musterungen entdeckt habe. Also hier sieht man zum Beispiel, wenn ihr genauer hinschaut, als ob das ein Eidotter wäre. Und den Eidotter dementsprechend drumherum irgendwelche Striche. Erinnert mich auch ein bisschen an die Sonne. Ja, weil auch die Sonne hat so ein bisschen Ähnlichkeit. Und wenn wir die Sonne so betrachten, sie hat ja auch Flecken. Genau wie bei der Eidotter. Das müsst ihr mal ein bisschen mal beobachten. Wartet mal kurz. Das da ist von vorgestern. Und hier habe ich entdeckt gehabt, auch wenn es so eidotterförmig ist, dass auch durch die Blume des Lebens diese quantumförmige Musterung zu sehen ist. Und zwischendrin, mitten aus diesem Kreis, den ihr hier seht, irgendwie so ein strichförmiges. Ja, weiß nicht. Also, ich weiß nicht, wie man das jetzt so nennen soll, aber es ist genau das gleiche wie von gestern. Weil gestern habe ich aus dieser Tasse getrunken und interessanterweise sieht sie wirklich halt ähnlich aus wie von den letzten paar Tagen. Also wie eine Sonne, Eidotter ähnlich. Drumherum halt Torus ähnliche Magnetfeldfrequenzen, ja, wie bei der Blume des Lebens. Aber jetzt wird es auch interessant, weil ich habe nämlich halt vor 4 Tagen einen guten Freund was geschickt gehabt. Und zwar habe ich per Zufall in meine Tasse diesen Pentagramm-ähnlichen Stern in meine Tasse gesehen gehabt. Wobei der hat so dazwischen unter diesen zwei, sag halt mal so von diesem sternförmigen Objekt, sage ich jetzt mal so, geometrischen Objekt, dazwischen auch nochmal halt irgendwie so eine Art Strich oder wie man das auch nennen mag. Und wenn wir dann uns das so genauer betrachten, das sieht aus wie eine Blume, ja, so, als ob es Blätter hätte. Ja. So, das ist auch, wie gesagt, halt eine Energieerzeugung. Ich weiß jetzt nicht, welche schöpferische Energieerzeugung ich ausgestrahlt habe, weil normalerweise ist das so, während wir ja Kaffee trinken, ja, dann entwickeln wir auch Emotionen und durch die Emotionen entwickeln wir halt auch Frequenzen. Ja, das sind ja eigentlich Frequenzen, die Emotionen. Und wir übermitteln Botschaften halt, ne? Also deswegen gibt es auch viele Hellseher, die halt auch Kaffeesatz lesen. Also gerade hier im Balkan, ja, und können von ungefähr sagen, was kommen wird. Gut, hier kannst du das natürlich halt nicht sehen, lieber Zuschauer. Aber man kann anhand durch diesen Torus, durch diesen Magnetfeldlehrer aus der Physik, die Blume des Lebens sehr oft in meinen Tassen sehen. Dann auch dieses Kreisförmige, wobei man das natürlich halt physikalisch dann sagen würde, dass es halt dieser Rotationskörper, der innere Bereich ist, ne, von diesem Rotationskörper, der Rotationskörper ist im Grunde genommen donutförmig. Der ist nicht kreisförmig an sich, weil von innen hat er ja immer noch halt einen Energiepol, der halt hohl ist. Ist ein hohler Bereich vorhanden, ne? Deswegen donutförmig. Und dementsprechend, also zirkuliert ja da auch dieser Magnetfeld permanent, ja, von oben bis nach unten oder je nachdem, ne? Und so habe ich das hier auch klar, teilweise, aber in den meisten Fällen sieht man hier in diesem Bild, als ob da eine Blume sich entwickelt hat. Also für diejenigen, die mich da nicht so ganz verstehen können, weil es gibt auch Menschen, die das so nicht ganz nachvollziehen. So, dann möchte ich euch nochmal das simulativ euch mal genauer zeigen, was ich meine. Entschuldigung, falls jetzt halt irgendwie was schiefgelaufen ist beim Screen Recording. Das liegt einfach halt daran, dass dieser Smartphone halt diesen Deep Cleaning Verfahren macht. So, jetzt werde ich einfach halt mal
einen Pinsel nehmen. Moment, das vergrößern. Alles markieren. Dann gehe ich halt mal. Aber manchmal sieht man das so, so schlecht, ja. Ich weiß nicht, seht ihr das jetzt, was ich meine? Es sieht wirklich sehr, sehr blumenförmig aus, ne? Ihr seht auf jeden Fall Konturen. Ich werde jetzt einfach mal von außen rum. Ist nicht einfach für mich gerade. So ein bisschen. Ja, kein Wunder, weil ich auch manchmal halt sehr viel nachts überarbeite für mein Business. So, mal schauen. Ja, so von ungefähr, ja. Ach, das schöne... zurück. Geht das nicht? Nö. Der dann so gespawnt war. Also hier könnt ihr es auf jeden Fall jetzt wieder sehen, ja. Also ich habe jetzt nur simulativ halt das euch gezeigt, hab, damit ihr mir so ganz folgen könnt. Also ein Pentagramm, der halt auch Blumenblätter in, also Blütenblätter also darstellt. Also das ist nicht vom Luzifer, ja, dass ich das euch sagen darf. Dieser Symbolzeichen ist nur fremd entzweckt worden. Ja. Liegt einfach halt daran, dass dieser Symbolzeichen Pentagramm, auch der Hexagramm, der auch bekannt ist als Davidstern, ursprünglich aus dem Torus entsteht, also aus diesem Magnetfeld. Und dieser Magnetfeld wird in der Buddhismus als die Blume des Lebens halt, wie soll ich sagen, also sie anerkannt. Und die Blume des Lebens ist eigentlich nur ein Magnetfeld, die einfach Leben erzeugt. Egal wo du hingehst, ja, egal wo du dich befindest, ja. Also das ist schöpferisch. Und Luzifer macht nichts anderes als zerstören. Er wird auch als der Vater der Lügen genannt. Ja. Deswegen vertraut man ihm nicht so sehr. Viele Christen sagen auch immer wieder, Vorsicht, sei vorsichtig, tu das nicht, tu jenes nicht. Ne? Wir wollen mal gucken, wie das halt mit den anderen Bildern ausschaut. Ich bin jetzt mal neugierig. Nehmen wir mal das da. Pinsel. Man hat ja mit dem Cassini-Sonde von der NASA den Saturn übrigens halt auch beobachtet gehabt. Und man hat da den Hexagon gesehen gehabt. Was ist ein Hexagon? Hexagon ist der innere Teil von einem Hexagramm. Und der Hexagramm ist eigentlich so ähnlich zu vergleichen wie ein Davidstern. Oh, guck, das sieht aus wie Yin und Yang. Fast, ne? Yin und Yang vor mich hier. Ah, sehr interessant. Aber wirklich, in den meisten Fällen erinnert mich das halt hier irgendwie so ein bisschen wie in den anderen Bildern nach dem gleichen Schemamuster. Die Sonne, Magnetfeld, Ei, Dotter, ja, Makrokosmos, Mikrokosmos, ist ja logisch, ne? Schon mega. Wahnsinn. Bin so begeistert von diesen ganzen physikalischen Bewegungen im Universum. Sespunin Kodolito. Schließen. Gehen wir mal raus. Gucken wir uns ein nächstes Foto an. Nehmen wir den da. Den haben wir noch gar nicht uns angeschaut. Also jetzt halt simulativ gesehen. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so sehr. Deswegen bin ich so aufgeregt. Also wesentlich mehr habe ich so Dotter-ähnliche Bilder in Bezug auf diesen Torus hier. Bin mal gespannt, was nachher noch für mich rauskommt. Mal hier die Lupe. Jetzt bin ich mal gespannt. Wartet mal kurz. So.
Wow, wow, Torus, Magnetfeld, Blume des Lebens, und in der Mitte wie ein Eidotter, der Leben bringt, Leben entsteht. Das sieht auch fast aus wie ein Vogel eigentlich, wenn man genauer anschaut, ne? Ich weiß, dass es da kein Vogel ist. Das ist halt irgendwie nur, oder wie eine Bohne eigentlich, ne? Fast wie eine Bohne oder Niere. Jetzt deutet ihr schon halt, ne? Oder doch, wirklich fast wie ein Embryo eigentlich und dann doch nicht, ne? Ey, sag mal, was geht hier vor sich? Das hat ein Auge. Weiß nicht, ob ihr mir ganz folgen könnt, wenn ich jetzt so sage, irgendwie... Wartet mal kurz, ich mach das jetzt mal so. Embryo. Hoogies? Da war ich noch nie drin. Komme ich denn da rein? www.google.de. So, dann tragen wir ein Embryo. Embryo mit Y. Embryo. Bilder. Ja, so ähnlich. Sag ich doch, so ähnlich. Wartet mal, es fixt mich jetzt richtig dolle. Das ist ja schon sehr seltsam. Also Bild herunterladen. Also ich kann nicht schwanger sein. Ich habe ja eh kein männlicher Part. Jetzt gehen wir hier nochmal zurück. Wer soll denn das denn hier? Ich will zurück. So. Jetzt wollen wir das mal uns nochmal genauer anschauen. Ich muss das einmal drehen. So, das ist glaube ich hier. Genau, drehen. Wie geht denn das? Die haben so viel verändert beim X-Lite. Ja, das ist der untere Teil. Aber ich will das anders. Okay. Nee, keine Chance, das ist ungewöhnlich. Also X-Lite hat einiges verändert gehabt in der letzten Zeit. Ich muss mich da noch einfinden, sage ich mal so. Moment. Ja, man muss sich auch an sehr viele sich wieder dran gewöhnen, auf jeden Fall. Einmal so speichern. Ne? Hey, Marici, ce faceți când ora de culcare și ora de joacă sunt? Oh je. Oh nein, der hat's geschnitten. Das wollte ich aber nicht. Ach, das ist doch ärgerlich. Okay, nicht zum Trotz. Ich habe eine Idee, passt mal auf. Das ist nicht so schwer. Wenn man sich da noch ein bisschen halt irgendwie auskennt mit diesem X-Lite-Programm, dann können wir das anders simulieren. Das will er schlecht, ich weiß das alles schon. Zack. Und dann hier hin. Dann nehmen wir das da. Damit ihr mir so ganz folgen könnt, ne, was ich meine. Ihr lernt natürlich auch ein bisschen durch mich mit dem X-Lite-Programm halt, also mit dem App hier zu arbeiten. Das ist schon mal ein Vorteil für euch. So, was wollte ich denn für eins nehmen? Das war der hier. Jetzt warten wir mal kurz. Ja, genau. Jetzt lernen wir einmal drehen, oder? Achso, mit dem hier dreht man. Zit. Seht ihr das?
We have to wait. Oh, beschneiden. Aber nicht den kleinen dritten Glied des Mannes, sondern das Vordere. Unmöglich. Entschuldigung. Wenn man schon solche Themen hier vor den Augen hat hier. Also. Sieht aus wie ein Hund irgendwie mit Auge und Nase. Irgendetwas kommt aus dem Universum an Informationen. So Pinsel. Also einen Hund habe ich gar keines. Bin mal gespannt, ob ihr das auch dann seht, halt das mit dem Auge. Moment, wie machen wir das denn am besten? Ah, wartet mal kurz, ich muss dann nochmal korrigieren. Das ist ein bisschen schwierig, ich nehme mal Ton. Vielleicht kann man das besser dann machen. Verrückt. Also ich weiß nicht. Also ich habe keine passenden Worte für das, was ich jetzt gerade gesehen habe. Ein bisschen farbig vielleicht. Wahnsinn. Gut, man sieht jetzt natürlich das nicht so 1:1, aber irgendwie ist es schon auffällig. Also diejenigen, die sich so ein bisschen mit Quantenphysik, Bewusstsein sich halt beschäftigt haben, verstehen mich, was ich meine. Also ich finde das schon sehr phänomenal. Also heftig. Ja, also Torus als Magnetfeld ist die göttliche Energie, weil sie Leben erzeugt oder Leben schafft. Allgegenwärtig im Universum sowie auch in den Planeten. Ja? Und das Interessante ist, es ist immer das gleiche Muster. Immer wieder, egal wo. Und es sind nicht nur die geometrischen Muster an sich, ja, die man da auffinden kann in diesem entsprechenden Magnetfeld eines Torus, also Rotationskörper oder Blume des Lebens, wie man das so nennt. Es ist ein physikalischer Prozess, der aber zugleich auch als religiös angenommen werden kann. Ja. Also wir dürfen nicht vergessen, was wir vorhin gesehen haben, weil selbst der Pentagramm an sich ist ja auch schöpferisch, genauso wie auch der Hexagramm. Nur der Pentagramm wird auch gerne missbraucht. Ja, für Rituale zum Beispiel, halt gerade in Bezug auf die schwarze Magie. Und warum? Weil es ein Energiepusher ist. Und gerade wenn man solche Symbole verwendet als Energiepusher, man kann damit wirklich einiges bewegen. Und das ist das Seltsame an der ganzen Geschichte, was viele Menschen nicht verstehen können. Und egal, ob du jetzt halt das Positive verwendest oder das Negative, du kannst anhand durch den Pentagramm oder sagen wir auch mal durch den Hexagramm, aber die meisten verwenden eher den Pentagramm, kannst du mit damit was bewegen. Wenn du zum Beispiel Wunschrituale machen möchtest für deinen Beruf und Finanzen, dass du vorwärts kommst, kannst du den Pentagramm verwenden und mit damit einiges in Bewegung setzen. Also ich zum Beispiel mache immer in der Mitte halt Kerze noch mit rein und oder schreibe dann noch einen Zettel, was mein Beweggrund ist und tue es dann in ein Pentagramm hinein. Oder was du auch machen kannst, ist, dass du eine Kerze beschriften kannst mit einem Eddingstift.
tue sie in der Mitte des Pentagrammes rein und dann dementsprechend machst du dein Wunschritual, was du dir wünschen tust. Und natürlich musst du auch die ganzen Erzengeln anrufen, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht anrufen in dem Sinne, dass du halt ein Telefon nimmst und dann halt sagst, hallo, ich will mal schnell mal halt deine Erzengel Gabriel. Nein, also das ist nicht mehr damit gemeint. Also gemeint ist halt, dass ihr die ruft, ne? Also die Erzengeln und auch den Jesus Christus sowie die Heilige Maria. Und ihr werdet sehen, ihr werdet ein Wunder erleben vom Feinsten. Nur ihr müsst es immer wiederholen, das, was ihr natürlich halt euch wünscht. Und ich sage mir immer wieder so, Adonai, Adonai, Jahwe, Jahwe, so soll das sein. Ich weiß, es ist ein bisschen hebräisch, wenn ich Jahwe, Jahwe sage, aber auch der Begriff Jahwe mit YHWE finden wir auch in der Mathematik in Bezug auf der Quantenphysik interessanterweise auch diesen Begriff. Es ist verrückt. Schade, dass ich es euch jetzt so schnell nicht beweisen kann. Ich bin noch sehr stark bemüht, dass ich in der nächsten Zeit halt mal diesen mathematischen Formel euch sogar finde. Leute, die Wissenschaft kann beweisen, dass es was Göttliches existiert. Nur nicht das, was die Medien da euch berichten oder geschweige denn die Kirchen oder die Religionen, weil sehr vieles geheim gehalten wird. Schaut in den alten Tempel in Abydos. In Ägypten, in der Stadt Luxor, da ist nämlich das Geheimnis halt auch begraben. Versteht ihr? Das alles, was wir in den Geschichtsbüchern drinnen stehen haben, ist alles erstunken und erlogen. Vieles stimmt überhaupt nicht ein, was die Wissenschaftler euch hätten berichten können. Wollt ihr das sehen, was ich meine? Wartet mal kurz. Ihr geht einfach ins YouTube hinein. Und trägt oben Helikopter Abydos Ägypten Brian Forster ein. Gibt natürlich inzwischen schon mehrere solche Filme, aber er ist ein Ägyptologe, nicht nur er, da steckt ein Team dahinter, die in einem Symposium sogar halt arbeiten in Bezug auf diese historischen Begebenheiten des alten Ägyptens. Und hier könnt ihr auf jeden Fall wahrheitsgemäße Aussagen von Insider hören, die selber Historiker sind. Wir wollen jetzt mal einen von diesen Filmen uns mal anschauen. Wartet mal bitte kurz. We're at Abydos Temple, and this is the home of the famous or infamous helicopter, submarine, and tank, so-called hieroglyphs, and also the home to the spectacular Osirion, which is a megalithic structure that you'll see either in this video or the next one. Here we are at Abydos, and this is the Temple of Wizard Osiris. It was not dedicated to any king.
But here's a famous glyph that people have talked about for years. Actually, I knew the woman who took the first picture in 1988, and it spread all around when the internet came, and everybody thinks it's aliens, spaceships, helicopters. But if we look up at it, and the scientific term in archaeology is called a palimpsest, P-A-L-I-M-P-S-E-T. That means there's one layer of glyphs. Someone comes along and puts another layer of glyphs on top. The top layer flakes off, and it reveals a scene that was not there. So, and if people want to say spaceship, aliens, whatever. But how Abdel Hakim explained it to us is everything's in duality, everything's in polarity. If what's on the east wall has to be on the west wall, what's on the north wall has to be on the south wall. If you just go up here, right around, that Seti I's glyphs, without any helicopters, any spaceships, it would be, if it was done intentionally, it would be also on that wall, as well as this wall. So we deny it. And if people look at, and actually someone did an excellent thing on the internet by taking an overlay of the original Seti I glyphs, putting over that, and you can see where it fits in. If you look up at the bottom, left on the bottom, you see the straight like lines, you can see it's on top of something underneath. It is a palimpsest. End of discussion. This is one of the famous kings list, the one here at Abydos. There's at least five of them. Supposedly has all the titles, kings going back from the first dynasty all the way up. But it's a very interesting thing here, because if this does represent the 19th dynasty, they attempted to totally eliminate the Amarna family. And indeed, the cartouches go from Amenhotep III, Akhenaten's father, to Seti I. And they eliminate the whole Amarna family, Akhenaten, Tutankhamun, Ai, all, even Horemheb. And so here is an attempt to change history. So I always say you can't trust these things as being accurate for history. They're political. The priests are doing this. This is not any king ordering this. The priests control this. And at this time, they're trying to wipe out all memory of Akhenaten and the Amarna family. In fact, at times, the labels they gave him now were the heretic of Amarna, the criminal of Amarna. So his attempt to return to the age of Aten is now finally over, and we're back in Amen. And they eliminate him, thinking that if you take a title or a personality out, you take him away from history. Can you, we know. Can you point to them, please? I think, I'm not sure, that this is Menmapra. I think that's the end of the 18th dynasty, so we begin the 19th dynasty down here. But Yusuf would know for sure. But for sure, that is the case. None of the Amarna kings or titles are listed here. It goes straight from Amenhotep III to the 19th dynasty. Okay. No video, please. We are at Abydos in Egypt. Where the Abydos Temple is, built by the dynastic Egyptians. But what's actually more profound is what you're going to see next, and that is what is called the Osirion, which is a subterranean megalithic structure. Thank you.
And we understand that Ramses II adds titles above his father's titles exactly. And names. Exactly. Okay, so we realize something strange. You can see up there, there is a helicopter. Can you see it? Yes. And underneath, or on the right side, you can see submarine. Yes. And under the submarine, there is UFO. Right. And under the UFO, we can say this is something called holograph. Right. Okay. Some people say this was made to be like this from the beginning. That is wrong. Wrong. Okay. So some others said there are two layers above each other. Old layer and then another layer add above. That is correct. Because if we look to the right side a little bit, and also to the left side inside the cartouche, you can see writings above each other. Exactly. And I already used my program. I do have a special program for pictures. And you can overlay the material. And I made it, but after I'm sure, here is the strange bit. I'm sure it is two layers above each other. But I used your word saying it must be repeated. So, and I'm going to show you, when we are in the boat, in the lecture, I'm going to show you the pictures. Wonderful. The second layer never repeated. It was made only. The second layer, which created that picture, never repeated, and I can take you all the way. Look, everywhere, always the first layer. And okay, you will not see the second layer, which caused that change. As if the one who made it was too smart. Huh. He understood it's going to create something. But in the same time, he's innocent. Two layers above each other. And I admit two layers. I use it. The second layer existed where? In the temple Ramesseum. I found it in Ramesseum temple only. But I didn't find the same words above the second layer above. I didn't see it anywhere else in the temple. So they do in fact look like a helicopter and possibly a submarine and a tank. But as Muhammad just explained, if it was finished, then they would have covered it with white paint or a kind of stucco material, and then they would have painted colors on top of that. And that wasn't done. And there's nowhere else in this entire complex that you see irregular characteristics like that. So it looks very much as though it's two layers, one layer carved deeper onto the other. And because we understand technology in a specific way, as in we know what a helicopter is, we interpret that as being a helicopter, where it most likely is not. And the thing is, Brian, this is not Aswan granite. It's from another quarry. Ah. Oh, that's perfect. Just can't go all around, but it's still good. Okay. Right up here. So are you ready to go, Stephen? Let me take a picture. Do it fast. Okay, here we are at the famous Assyrian, north of Luxor, the famous Temple to Osiris, Temple of Assyrian. Here are the famous Flower of Life. Now, it has been reported by certain people on the internet that the Flower of Life is laser etched into the stone. Clearly, it's red ochre paint. Clearly, it's red ochre paint. There's no lasers. There's no etching. Here's red ochre paint right here. If you pan the whole wall, and originally there were six more Flower of Life here, which disappeared. If it's etched in laser, it doesn't disappear. Here's red ochre paint.
red ochre paint. Clearly, that is red ochre paint. People look at pictures of it, they say it's black. Can you see it? It is red. It is red. Come around the side. Here is other scenes that were painted at the same time. Clearly red ochre paint. No laser, no etching, no aliens, done by the people. Exactly. So please reiterate one more time. Well, we're saying here that this is red ochre paint. Our beloved teacher Abdel Hakim dated the markings here between 200 BC and 200 AD. He said followers of Pythagoras came here to learn sacred geometry. That's why the flower of life is on the walls, and it was painted red ochre paint, 200 BC to 200 AD. And is not lasers. Not lasers. Thank you. Okay, Miyamori, you can't go too far. Yeah? Yes.